Hannes Quark und willkommen, liebe Freunde, zum nächsten Ententalk. Und heute mit einem Special Guest, und zwar ist der liebe Sepp dabei. Hallo. Hallo. Guten Morgen. Freut mich sehr, dass das geklappt hat und du spontan gesagt hast, ja, machen wir mit, ne? Ja, gerne, gerne. Ich habe gesehen, da gibt es immer viel zu quaken und das finde ich immer gut. Sozusagen. Das sind wir ja gewohnt hier bei uns. Ja, eben, ich habe mir auch gedacht, ne, schreib es einfach mal an, frag einfach mal, so ganz, warum nicht? Ja. Wir haben uns ja kennengelernt über Dalu ein bisschen. Ja, das stimmt. Ein bisschen besser kennengelernt auf der ESL One. Genau, In der Loge. Das war nice. ESL One war schon ziemlich cool. Ich habe gehört, Dalu hatte gesagt, dieses Jahr gibt es nur 10er Lounges und ihr hättet noch 5 Plätze frei, ob wir nicht da uns mit reinkaufen wollen. Ja, sowas in die Richtung. Also es gibt auf jeden Fall jetzt 10er Lounge, ja. Vielleicht müssen wir da mal genauer drüber. Das haben wir wieder aus den Augen verloren. Dalu hat das gesagt und wir so, geil, machen wir. Und dann so, na komm, lass aufnehmen. Okay. Vielleicht sollten wir das nochmal genauer verfolgen. Ja, da sollte man dann nochmal drüber quatschen. Das war letztes Jahr, war mega cool. Also das war echt sehr witzig. Ja, vor allem, wenn man so in Köln wohnt, dann lohnt sich das halt auch richtig. Ja, also eben. Ihr müsst halt immer ein Stückchen fahren. Halt, aber trotzdem, ja, ist ja auch nicht weit. Wir sind ja auch abends immer zurückgefahren. Ja. Das ging schon. Naja, sollten wir machen. Ja, komm jetzt hier zum Thema. Ich will gar nicht was ablenken. Nee, alles gut. Talk, ne? Da redet man einfach über, was so kommt. Aber ein Thema haben wir nochmal auf Twitter gefragt, was ihr denn so hören wollt und was ich oder wir so als spannendes Thema fanden, wo wir uns auch ein bisschen auskennen, ist Internetfreundschaften. Ja, also ab wann man irgendwie jemanden, den man online so kennenlernt und öfter mit dem was zu tun hat, als Freund bezeichnet, ob die Leute oftmals wirklich so sind, wie sie sich geben oder wann dann so die Fassade bröckelt und ja, generell so rund um das Thema. Fand ich irgendwie ganz cool. So. Ja, ist ja auch nice. Also dieses Internet, keine Ahnung, was das für ein Hexenwerk ist, aber Fax ist das höchste aller Gefühle. Hallo? Ja, jetzt definitiv. Noch jemanden gehört, der gesagt hat, hey, oder ich fax das. Da hab ich gedacht so, was? Es gibt noch Faxmöglichkeiten? Was? Ich glaube, es wird noch in der Industrie viel verwendet, glaube ich. Aber sonst? Ja, das ist ja, dass mein Vater ein Faxgerät hatte, ey. Das ist ja auch schon 10 Jahre her. Ich würde sagen, das ist schon lang rum. Eigentlich. Aber ja. Nee, ich finde das Thema ganz cool. Und was mir auch da direkt als erstes in den Sinn gekommen ist, das sind jetzt nicht nur so Bekanntschaften, Freundschaften, würde ich zumindest jetzt so am Rande schon sagen, wie bei uns, dass man sich irgendwie mal so kennenlernt und man sich so für sympathisch empfindet und dann ab und zu mal quatscht und irgendwie mal was macht. Ich finde auch so, das schöne Beispiel war, was mir am Anfang, als ich auf YouTube angefangen habe, was mich also direkt so irgendwie begeistert hat an diesem Internet, ist beispielsweise, als ich Hirnschutz kennengelernt habe. Okay. Das war ja mein Anfang und ich war dann auch auf seinem 40. Geburtstag mit seiner Familie, Frau und alles, kennen da alle Leute. Und da habe ich mir schon gedacht, so, ey, wir verstehen das mega gut. Und in welchem Szenario würde ich, junger Kerl, einfach mit irgendeinem mit so einem älteren Herrn, irgendwie in Kontakt treten. Das ist halt eine Generation quasi weiter, ne? Das ist absolut. Schon ein Unterschied. Also eigentlich kommt man da ja gar nicht so in Kontakt. Also durch den Alltag so richtig. Höchstens irgendwie bei einem Sportverein oder so, wenn man irgendwie den gleichen Sport macht, wo es bunt durchgemischt ist. Aber sonst halt die Chance echt gering und auch so im Internet, was du einfach für Leute kennenlernst. Also das ist ja ganz unabhängig auch, wie alt die sind und wo sie leben. Das ist halt das Krasse, ne? Ja, das stimmt. Also du bist halt örtlich total, total frei, weiß ich. Also im Laufe der ganzen Internetzeit hat es am Anfang super geholfen, bei mir zum Beispiel mit meinen Schulfreunden halt mehr in Kontakt zu bleiben. Mhm. Weil selbst bei der Schule wohnten halt alle so ein gutes Stück weit weg bei uns, auf dem Land. Weißt du, dann hast du ja halt keinen Bock, 15 Kilometer mit dem Fahrrad mal eben zu fahren, ja, zu dem, um halt bei ihm am Rechner zu zocken. Nein, dann gehst du einfach ins Internet, in Skype oder Teamspeak und dann zockst du mit dem online und quatscht und erlebst was. Und das ist einfach das, wo es damals bei mir zumindest gestartet ist. Und um den eigenen Freundeskreis auch so ein bisschen aktuell zu halten. Ja, absolut. Das waren so die Anfänger. Weil wir auch relativ früh irgendwie so auf einer ersten LAN mit
halt den ganz normalen Schulfreunden gewesen und dann hat sich das irgendwann so ein bisschen auf online verlagert, dass man da immer mal wieder gezockt hat. Ja, da haben wir auch irgendwie draußen irgendwie da mal Street Hockey oder irgendwie sowas gemacht, aber ja, wie du schon sagtest, wohnten halt nicht alle zusammen und dann immer da sich im großen Kreis zu treffen, war dann online meist auch einfacher, als das so umzusetzen war. Ja, stimmt, man hat ja auch die Möglichkeit, sich mit mehreren zu treffen, ne? Nicht genau. So, ja, ich muss mich entscheiden, gehe ich heute zu dem oder zu dem oder ach komm, lass doch einfach alle zusammentreffen. Und es gibt auch eine eigene Gruppendynamik dann. Also merkt man ja auch bei uns, dann hast du halt so eine Gruppendynamik, die du dann immer hast, wenn alle aufeinander treffen. Und nicht nur, wenn halt zwei Leute so sich treffen. Ist halt immer was ganz anderes, ja. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Was ich aber auch bei gerade Internet so cool finde, ist, also zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, oder ich kann da einfach von mir selbst reden, dass ich online schon immer jemand war, dass ich mich einfach so gegeben habe, wie ich bin. Und ich glaube aber viele auch in dem realen Leben, nenn es jetzt einfach, eher ein Problem haben, sich so einfach komplett so zu zeigen, wie sie sind. Also sie können sich halt nicht auf Anhieb Leuten gegenüber öffnen, die sie halt nicht kennen. Ne? Genau. Also wenn du zum Beispiel in WoW, dann triffst du jemanden und findest den irgendwie, machst mit dem eine Quest. Hast du irgendwie so durch Zufall, machst mit dem eine Quest und schreibst mit dem und dann ist er ganz nett und dann sagst du, hey, lass doch mal weitergehen und weitermachen. Ich hatte das damals bei Destiny zum Beispiel. Mhm. Da habe ich das ganz krass gemerkt, weil ich der Einzige war bei uns in der Gruppe, der das halt gespielt hat. Yeah. Weil ich es halt irgendwie cool fand, auf der Couch konnte ich super spielen und habe mich halt völlig angefickt. und dann habe ich es gespielt. Viel alleine am Anfang, halt die Story. Und dann nachher, wo es Richtung Multiplayer-Endgame ging, wo man halt zusammen in der Gruppe raidet, habe ich dann halt immer Probleme gehabt, war mit irgendwelchen zufälligen Leuten drin in der Gruppe. Mhm. Und habe dann halt irgendwann einen in der Gruppe gehabt, der halt Deutsch war. Und der auch ein bisschen besser ausgerüstet war als ich, der mich aber anscheinend irgendwoher kannte, halt aus dem Internet. Also kannte mich irgendwie von Pizmeet halt. Soll vorkommen, hab ich gehört. Also mit dem habe ich mich im Internet, also beim Spielen halt, haben wir die ganze Zeit Raids gemacht. Und irgendwann hat er mich angeschrieben, so, hey, wollen wir uns nicht bei PSN adden und soll man nicht nochmal weiter zusammenspielen und bla. Habe ich gesagt, klar, ja, habe ich mega gefreut, dass ich jemanden hatte, mit dem ich dann raiden gehen kann. Er schien auch immer online zu sein, so auf die Art. Und wir haben, glaube ich, so viele Stunden zusammen dieses Spiel gespielt, ohne uns zu kennen, ohne wirklich uns auch auszutauschen, richtig. Also halt einfach über Spiel. Und dann wird so eine Sympathie aufgebaut, einfach diesem Charakter, mit dem man spielt, den man gar nicht kennt, auch persönlich halt nichts davon weiß. Und irgendwann haben wir uns dann, hatte er auch Leute aus seinem Freundeskreis, mit denen er gespielt hat, um dann halt den Endboss zu raiden. Mhm. Und dann sind wir halt dann in eine PlayStation-Konfi gegangen, also eine Skype-Konfi, auf PlayStation hast du ja integriertes Skype. Und dann hat man die alle kennengelernt. Dann hat man mit denen die ganze Zeit gezockt. Man kannte keine Sau, man hat mit denen geredet und hat sich super verstanden. Da waren auch voll die komischen Leute bei. Ja, absolut. Man muss sie auch nicht mögen. Nee. Die sind einfach voll durchgedreht. Du fragst dich so, WTF, was bist du denn für komischer Mensch? Aber halt über den einen habe ich halt echt voll den netten Menschen kennengelernt. Leider haben wir keinen Kontakt mehr so, weil ich halt Destiny nicht mehr spiele. Aber es war eine geile Zeit. Und so lernt man halt Leute kennen, die gleiche Passion für ein Spiel haben oder für das, was du gerade machst. Die du aber niemals im Leben treffen würdest. Genau, das finde ich einfach auch so ein riesen Vorteil, warum einfach so zumindest das Gefühl von Freundschaft online durchaus schneller sich entwickeln kann. Weil wenn du einfach so jemanden triffst und die Person nicht kennst, dann erstmal auf gemeinsame Interessen zu kommen oder ob es solche überhaupt gibt, weißt du gar nicht. Und online, wenn du jemanden triffst, beispielsweise im Spiel, das du selbst spielst, weißt du, hey, der mag auch das Spiel. Und man hat so direkt gemeinsame Interessen, man hat irgendwie so die gleiche Leidenschaft, was auch immer. Und direkt ein Thema auch, über das du dich unterhalten kannst. Und kommst einfach so direkt in den Kontakt und wenn man dann irgendwie sympathisch ist. Und auch so mit Leuten, die, ja, wo man denkt, okay, ja, aber es macht Spaß, mit denen zu zocken. Aber mehr muss es auch nicht sein, das ist ja auch vollkommen in Ordnung.
Das gibt's halt auch, ne? Und ich finde auch gerade international war das zumindest bei mir so. Das ist für mich heute immer noch so surreal. Ich hatte damals bei Rust. Das glaubt mir heute auch immer noch keiner. Bei einer Pre-Alpha von Rust, als es nur im Browser zu spielen war, hatte ich bei einem Zeichen-Contest einen Key oder einen Zugang gewonnen. Das heißt, ich hatte das von Anfang an, das Spiel. Und habe damals ein halbes Jahr lang mit QMG Saint, ist jemand, den kennt kaum jemand, obwohl er auf Twitch eigentlich auch relativ groß ist, und mit Summit 1G, mit denen habe ich ein halbes Jahr lang Rust gespielt. Und noch so ein paar anderen Leuten. Wir waren da irgendwie so 6-7 Leute. Komplett random, aber es hatte halt kaum jemand das Spiel gehabt. Und wir hatten uns da auch zufällig in-game getroffen und haben dann ein halbes Jahr lang gezockt. Leute komplett von über die Welt verteilt. Auch mit Australiern und Briten habe ich eine Zeit lang Arma 3 irgendwie gespielt. Und man hat dann auch sich öfter irgendwie so einfach unterhalten, Teamspeak gequatscht. Und das ist halt so, man ist so sehr einfach offen, sage ich mal, für Neues und lernt super schnell einfach Leute kennen. Und auch wenn das einfach ja dann nur über die Zeit ist, in der man das Spiel spielt, ist es trotzdem eine schöne Zeit, das oftmals dann einfach angenehmer ist, wenn man das irgendwie mit Leuten teilt, als wenn du da einfach alleine für dich hin zockst oder auf so. Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch so ein Internet-Ding und so ein unsere Generationsding, dass du einfach, oder halt auch von den Jüngeren, aber nicht von den Älteren halt so, dass wir mit Computerspielen so aufgewachsen sind, dass wir so offen sind. Und absolut, ja. Keine Ahnung, wenn du Spiele spielst, dass du halt super schnell Leute findest, die halt so auf deinem Level sind. Sowohl was Skill als was auch irgendwie den Spaß angeht. Und die Kommunikation. Und dann hat man die gleiche Leidenschaft, dann zockt man halt. Und warum dann nicht mit mehreren zocken? Wenn man gerade irgendwie alleine sowieso unterwegs ist, dann kann man das schon machen. Bei LoL hatte ich das auch viel, dass man einfach aus den Matches dann Leute raus mitnimmt, die halt nett waren und so auf deinem Level sind. Und deine anderen Jungs, mit denen du sonst spielst, halt keinen Bock drauf hatten oder keine Zeit drauf haben oder gerade haben. Und dann lernst du die einfach kennen. Ja, stimmt. Das war bei LoL bei mir auch so. oder halt bei vielen anderen Spielen ja auch. Das ist einfach cool. Und gerade wo man, wo wir jetzt auch so eine persönliche so einen speziellen Status haben, wo man sagen kann, hey, uns kennt ja auch der ein oder andere, dann läuft man auch mal Leuten über den Weg, die einen halt kennen und die einem lustig. Dann sowieso schon mal sympathischer entgegen, also die halt proaktiv auf einen zugehen und dann mehr schon die Kommunikation suchen. So zum Beispiel bei LOL habe ich, glaube ich, viele Leute kennengelernt, weil sie mich selber kannten. Und dann halt trotzdem so auf meiner Wellenlänge waren und dann habe ich mit denen halt auch weiter zusammengespielt und ein bisschen gequatscht. Das ist schon cool. Das ist schon so ein Icebreaker zumindest. Dann hat absolut man den Vorteil. Weil nicht unbedingt ergibt sich sowas ja immer. Das ist schon ganz geil. Also so beim Zocken lernt man doch schon viele Leute kennen und dann trifft man sie vielleicht irgendwann mal auf der Gamescom und sagt so, Alter, du bist der deine Stimme, ich hatte das bei, ganz krass, bei LOL damals haben wir immer mit jemandem zusammengespielt, der ist Sam. Und der hat so eine richtig geile, tiefe Stimme und war so ein bisschen verraucht und war so ein cooler Dude, der hat es halt voll drauf gehabt in LOL und hat uns immer gezogen, so auf die Art, und neue Tricks beigebracht. Und damals, als wir angefangen hatten, und dann haben wir den auf der Gamescom getroffen. Und dann war das so ein 13-jähriger, kleiner, etwas stabil gebauter, dunkelhaariger Typ, wo du so denkst, ne. Niemals. Diese Stimme zu diesem Moment. Und dann macht er seinen Mund auf und dann weißt du, das ja, ist doch. Er. Und dann du bildest dir halt im Kopf so ein bisschen so ein Menschen, so ein Gesicht und was auch immer. Und dann, wenn du die Person dann siehst und das stimmt einfach überhaupt nicht überein und diesen Moment, der ist wunderbar. Aber stimmt, das ist auch noch was ich super den Vorteil online finde, ist, dass du, sofern sich niemand total verstellt, eigentlich online ja direkt damit anfängst, den Charakter eines Menschen kennenzulernen.
und nicht irgendwie so auf Äußerlichkeiten achtet oder wie er sich gibt, was er, keine Ahnung, ich meine, für uns spielt das eh keine Rolle, aber es gibt ja auch so Leute, die dann, ne, was für Klamotten er trägt, keine Ahnung. Online lernst du einfach den Menschen kennen, so direkt, weil du hörst ja den Menschen ja einfach nur, du siehst ihn ja gar nicht, du weißt ja gar nicht, wer er ist, sondern lernst einfach so seine Art kennen, wie er so drauf ist, wie er sich gibt, wie man es mit ihm unterhalten kann, und das, finde ich, zeigt auch einem einfach schnell, okay, mit dem Menschen verstehe ich mich, mit dem kann man öfter was machen, oder der irgendwie passt halt nicht. Das merkt man einfach, finde ich, relativ schnell. Haben wir gerade letzte Tage wieder gemerkt, habe auch mit Kollegen angefangen, ein bisschen Heinz Zeldern zu spielen, weil ich es einfach nie wirklich gespielt habe. Und super Lust drauf bekommen die letzten Tage. Und auch mit ein paar gespielt, und mit dem einen versteht man super, mit dem anderen denkt man, boah, das ist schon sehr anstrengend. Aber dann kann man daraus eine Schlüsse ziehen und vollkommen okay. Das ist auch cool. Ja. Definitiv. Ja, und sonst halt, was man, also mit der Zeit, dadurch, dass, also bei mir ist es auf jeden Fall so, dadurch, dass wir unsere Community damals aufgebaut haben, wir ja auch mal klein angefangen haben, irgendwann vor 5, 6 Jahren, hat man halt auch Leute kennengelernt, die mit einem gewachsen sind, quasi aus der allerersten Stunde, die mit einem gezockt haben dann noch nebenbei, und die man so über das Internet kennengelernt hat, einfach so ganz so über LOL oder was, über andere Spiele. Und da sind halt auch, zumindest bei mir jetzt auch, einige Freundschaften halt über die Jahre raus entstanden, wo man sich halt auch besser kennenlernt. Also dann nicht nur, hey, wir treffen uns mal auf der Gamescom, sondern ich hatte jetzt vorgestern noch einen hier, den ich von unserem Anfängen noch kenne, mit dem ich früher voll gerne gezockt habe. Der hat hier ein paar Tage in Köln übernachtet, weil der jetzt nach Köln zieht und ein paar Wohnungen besichtigt hat und sowas. Kommt aus dem Norden, dann ist es halt schwierig. Dann habe ich ihm hier ein bisschen Unterkunft gegeben über die Tage, und das ist einfach cool. Ja, klar, absolut. Man lernt die Leute kennen, man hat seine Freundschaft. Ich habe auch einen anderen Kumpel, der kommt jedes Jahr vor Weihnachten vorbei, auch aus dem hohen Norden. Und dann machen wir immer so Weihnachtsmarkt-Party. Und der ist ein paar Tage hier und so. Ja. Du hast dann so ein paar Freunde, die man einmal im Jahr oder zweimal im Jahr, ein paar Mal im Jahr sieht, mit denen man was macht, und ist einfach schön. Und hat einen neuen Freundeskreis quasi erschlossen, der sonst wahrscheinlich im Leben dir irgendwie verwehrt geblieben wäre. Dann müsstest du dich mit Leuten arrangieren, die halt in deiner Umgebung sind, ne? Ja, definitiv. Also gerade auch, was das anbelangt, so, dass wirklich richtige Freundschaften daraus entstehen. Oder dass ich einfach so das Gefühl habe, okay, es gibt hier Leute, wenn irgendwas ist, könnte ich einfach mit denen drüber reden. Also so ganz ab von dem Zocken oder diesem ganz normalen Oberflächlichen, wenn man so miteinander halt Spaß hat. Und einfach wirklich, das sind Leute, die sich dann auch, denen ich auch wichtig bin und die mir auch wichtig sind. Gerade jetzt als Beispiel hier Troubletown. Ich habe es schon mehrmals gesagt, das ist jetzt irgendwie keine random Gruppe oder sowas, sondern da fühlt man sich schon so zugehörig. Also das sind auch so wird die, auch wenn ich den einen länger, den anderen weniger, mit dem einen hat man mehr, mit dem anderen weniger zu tun, würde ich die trotzdem alle als Freunde bezeichnen. Und auch, dass man sich auf der Gamescom und dann als Gruppe trifft und sowas, das ist halt super cool. Oder dass halt auch Events dann übers Jahr gemeinsam geplant werden, die ganzen Sachen, einfach auch die Zeit, die man dann gemeinsam investiert. Und einfach generell, dass man Leute kennenlernt, wo einfach auch sehr lange feste Freundschaften draus werden, finde ich super cool. Beispielsweise jetzt, wo du sagst, du hast Leute, die dann irgendwie so ein, zweimal im Jahr oder so, die man sieht. Jedes Mal, wenn ich meine Eltern besuche, die wohnen in Hessen, da komme ich auch ursprünglich her, frage ich auch immer, bevor ich los war, schreibe ich gerade Minias an und sage hier, wie sieht's aus? Ist irgendwie zu Hause? Komme ich euch mal besuchen? Weil da bin ich eh wieder in der Nähe. Und Das ist halt super cool, wenn man da so Leute kennenlernt und da dann einfach auch mehr draus wird. Und find ich einen super schönen Nebeneffekt einfach. Ja, das ist auch cool. Ja. Ich weiß gar nicht, wie man es mal kritisch betrachtet, ist man dadurch verschlossener gegenüber anderen aus dem direkten Umfeld, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, deinen Nachbarn hast oder so. Oder halt irgendwelche Leute im Verein oder weiß nicht, im Fitnessstudio oder so, ist man dann verschlossener denen gegenüber, weil man ja eigentlich sich mehr zu seinen anderen Leuten orientiert. Würde man dann, wenn man das Internet nicht hätte, mehr Kontakt zu seinen Nachbarn aufbauen oder zu Leuten aus dem Verein oder direkten Umfeld auf der Arbeit, als wenn man die jetzt im Internet hätte?
Ich glaube, der einzige Faktor, der da eine Rolle spielt, ist, wie viel Zeit du dann halt weniger verbringst. Aber ich glaube, von der Art her wirst du, glaube ich, eher offener, auf Leute zuzugehen. Mhm. Und wenn es jetzt in einem Fitnessstudio ist, hast du da ein gemeinsames Interesse oder in einem Verein oder wo auch immer oder auf der Arbeit. Ich glaube, man ist dann einfach unvoreingenommener und man hat irgendwie so ein bisschen leichter, so kleine Gemeinsamkeiten zu finden und irgendwie ins Gespräch zu kommen. Also zumindest glaube ich, dass online, selbst wenn du das erste Mal mit irgendwem zockst oder sowas und dann das erste Mal der Moment kommt, wo du sagst, okay, lass mal irgendwie Teamspeak quatschen oder sowas, dann sitzt du da ja mit irgendeinem Fremden im Endeffekt. Aber man fängt so direkt an zu reden. Das ist nie so eine peinliche Stille oder sowas oder extrem selten. Man ist einfach so direkt so sehr offen und lässt einfach so drauf ein und guckt, ob das passt oder nicht. Und ich glaube, das wäre dann, wenn man so irgendwie Leute trifft, auch so, wüsste aber nicht, ob das so wäre bei jedem, der online das nicht schon so langsam gelernt hat, sage ich mal. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Das ist ein guter Punkt, weil du bist halt so ein bisschen offener, das stimmt schon. Also gehst halt unvermittelter auf die Leute zu im Endeffekt im Fitnessstudio, keine Ahnung. Wenn du siehst, der hat irgendwie Probleme da beim Einstellen von dem Gerät und dann sagst du, ey, komm, hier, ich zeig dir mal eben, ja, genau. Bevor du dir da einen abbrichst, weißt du. Zeig ich dir den mal und dann kommst du vielleicht schneller ins Gespräch. Ja. Das stimmt schon, ja. Also zumindest ist es bei mir so, ich weiß nicht, wie das bei anderen ist. Aber es kann natürlich auch sein, dass man sagt, hey, ich bin jetzt quasi nur darauf konzentriert, gleich wieder online mit meinen Leuten was zu machen oder hey, ich bin quasi schon so voll, dass ich irgendwann auch gar nicht mehr das Interesse großartig habe, neue Leute kennenzulernen. Ich glaube, sowas gibt es teilweise dann auch. Das gibt es bestimmt auch. Ja. Oder halt die Problematik, du lernst die ganze Zeit Leute kennen und kannst einfach nicht unter einen Hut bringen. Das habe ich meistens so ein bisschen. Weil ich kenne halt durch meine Arbeit und die Arbeit und die Ausbildung und die Schule. Ich kenne so viele fucking Leute, die alle richtig, richtig gute Freunde sind. Und ich habe da so Probleme, die alle unter einen Hut zu kriegen. Dann noch mit einem Job, der doch recht viel Zeit verschlingt. Ja, yeah, absolut. Das ist echt schwierig. Das habe ich auch schon oft gehabt, wo ich dann denke, okay, du hast echt viele Leute und die bezeichnest du auch einfach wirklich als Freunde, hast aber irgendwie an einem gewissen Punkt gar nicht mehr so die Zeit für jeden. Oder dass Leute geraten dann so in Anführungszeichen in Vergessenheit. Und dann irgendwann denkst du wieder dran und sagst, ach, bei dem auch schon ewig nicht mehr gemeldet, das ist ja auch irgendwie kacke. Und dann schreibt man mal so, wieder so, noch alles gut. So. Aber das was, ist auch was, das Coole, was das Coole dann ja eigentlich ist, wenn du dich dann wieder mit dem triffst und dann wieder was machst, dann ist halt auch wieder... Genau, kannst direkt dran anknüpfen. So. Ja, genau, ist halt wieder so wie früher, als wenn ihr euch... Gut, dann hast du dich viel nicht gesehen, dann kannst du super viel labern, aber dann ist halt von der Sympathie, finde ich immer, dann ist es halt wieder voll da und du bereust es so, nicht wieder öfter was mit dem gemacht zu haben. Ja, absolut, zu 100%. Das ist immer so schade. Das ist wirklich so. Das ist Mann. Das habe ich mir für dieses Jahr ein bisschen vorgenommen, mehr, das habe ich letztes Jahr leider ein bisschen schleifen lassen, mehr von meinen alten Freunden wieder aktivieren, auch aus meiner direkten Umgebung, gerade, weil das ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, dadurch, dass wir so ein aktives Jahr hatten und sich bei mir viel geändert hat. Ja, klar. Viel unterwegs war und das möchte ich einfach dieses Jahr ein bisschen anders machen. Weil das war schon geil, wenn man sich dann einmal im Monat oder alle 2 Monate getroffen hat und dann irgendwie Bierchen trinken war oder so unterwegs war, dann ja, ist absolut. Das schon... Wir waren ja auch mit Bram und Chris, waren wir ja auch mal in Köln im Kino und in dem Weltraum gewesen. So, das ist halt einfach auch eine schöne Abwechslung. Das ist halt mal was anderes. Und auch das ist wenn man auch dann mal ein schöner Abend. Ja, genau. Das ist halt einfach mal so ein schöner Kontrast zu dem Online, wenn man sich dann nur hört. Selbst wenn man sich dann ja auch so langsam kennt oder sich sympathisch ist und Spaß zusammen hat, mal so ganz normal was zu machen, ist halt trotzdem nochmal was anderes. Ja, auf jeden Fall. Ja, das war schon cool. Aber freut mich sehr, dass du dann bei dem ganzen Stress trotzdem die Zeit für mich gefunden hast. ja, doch. Also die halbe Stunde, die kriegen wir schon hin. Ja, da bin ich sehr beruhigt. Nee, aber das ist ja auch was. Ich habe keine Ahnung, wir kennen uns ja auch noch nicht so lange. Und damals irgendwie auf einem Netzwerktreffen mal gesehen, man sagt mal Hallo. Ne? Ich kannte euch natürlich schon länger durch die Videos.
Ja. Mit meinem Bruder immer gesuchtet. Und dann lernt man die Leute so langsam kennen und irgendwie man ist sympathisch und dann, keine Ahnung, ich weiß auch gar nicht, ich hatte ja, Ententalk war ja ein sehr, sehr, ich nenne es einfach mal intimes Projekt, weil es auch oft schon emotionale Themen waren oder ich sehr privat wurde. Mhm. Aber irgendwie hattest du gedacht, keine Ahnung, ich hätte Lust auf einen Gast und da kam mir direkt zumindest von deiner Art, weil das ist ja auch sowas, ich lerne ja dann auch jemanden kennen und so die Art und habe dann schon gemerkt, gerade auch bei den Podcasts oder auch wie du in den Videos bist, dass ich mir vorgestellt habe, dass du so jemand bist, mit dem man auch einfach über irgendein Thema reden könnte und dachte, ja, das hast du zu verlieren. Ja, siehst ja, läuft ganz gut. Ja, denke ich auch. Wir sind jetzt doch schon bei, ja doch länger, ne? Wir hatten ja vorher gesagt, wie lange machen wir jetzt so? 15, 20? Wir sind jetzt bei fast 26 Minuten. Ja, easy. Könnt da noch mehr erzählen. Ja, definitiv. Ja, aber auch zum Beispiel meine Freundin habe ich halt auch so übers Internet kennengelernt. Ja. Also was würdest du tun? Ich glaube, so viel Beziehung auch finden mittlerweile sowieso im Internet statt. Also zumindest, dass man sich kennenlernt. Und absolut, dann diese ganzen Fernbeziehungsscheiße, die man, das ist ja so ein Ding, was das Internet mit sich gebracht hat. Früher hatte man gar nicht so viel Fernbeziehung. Da kam die Fernbeziehung dadurch, dass man halt einen Job gewechselt hat oder sowas. Aber heutzutage kommt das halt von Anfang an. Also dann lernt man sich halt schon vorher über die Entfernung kennen. Und daraus wird dann halt eine Beziehung und arbeitet man darauf hin, dann irgendwann mal zusammen zu wohnen oder zu leben oder zumindest in der Nähe. Und das ist auch, glaube ich, ein ganz krasses Phänomen, was es halt durch das Internet und die letzten Jahre und Jahrzehnte jetzt mehr und mehr geworden ist. Auch, keine Ahnung, wenn ich sehe, wie viel scheiß Elite-Partner-Werbung, Parship-Werbung ist. Parship, diese ganze Kacke, weißt du, als wenn kein Mensch mehr in der Lage wäre, auf einen anderen zuzugehen und irgendwie versuchen kann, irgendwen anzuflirten. Nein, ich muss direkt dein Profil sehen, ich muss direkt im Endeffekt alles sehen und mir muss am besten noch irgendein Algorithmus vorschlagen, wer am besten zu mir passt, damit ich überhaupt gar keine Arbeit mehr habe und Anstrengungen mehr habe, irgendwie jemanden kennenzulernen, im Zweifel auch ins Klo zu greifen, die Erfahrung zu machen, hey, das Date war halt nicht so gut. Dem. Oder die Person, die ist halt nicht das für mich. Ich will direkt den super krassen Matchpartner haben. Das soll einfach passen, ne? Man ist ja faul. Ja, keine Ahnung. Also ich hab's auch noch nicht ganz verstanden. Ich kann das zwar verstehen, dass man sich bei sowas anmeldet, wenn man dann sagt, hey, ich bin hier auf der Suche nach einem Partner und ich möchte mal halt mal gucken. Ich möchte dem Ganzen irgendwie umgehen, dass man sich immer erst kennenlernt und keine Ahnung, nach drei Dates oder so findet man raus, ach kacke, die Alte, die pupst den ganzen Tag oder so. Wobei, das findest du auch bei so einer Partnerseite nicht raus. Ich wollte gerade sagen, das wird die nicht mitten auf ihr Profil schreiben. Keine Ahnung, die ist irgendwie Schalke-Fan und du bist Dortmund-Ultra, weißt du. Wobei, selbst sowas, keine Ahnung. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Ja, das ist gerade dass man irgendwie Beziehung halt rausfindet, dass keine Ahnung, irgendwas ist, was halt gar nicht geht, was halt No-Go ist. Ja. Oder theoretisch wäre. Wobei, selbst dann finde ich, dann gibst du eigentlich was auf, weil selbst solche Dinge sind ja, weißt du, dann stimmst du mit diesem Partner zu 100% überein, nur deine Vorliebe bei Fußball ist halt eine andere wie bei deinem Partner und dann sagst du vielleicht bei so einer Partner, also im Internet, wo alles ein bisschen distanzierter und anonymer ist, sagst du dann, ja nee, dann lieber nicht, nee, aber eigentlich, wenn du die kennenlernen würdest, wäre wahrscheinlich dein Leben traumhaft und du wärst voll glücklich und du nimmst lieber dann doch die vom Profil her langweiliger ist. Ich denke auch, das ist oftmals einfach auch irreführend einfach, weil wenn der Charakter einfach so zu einem passt, ist es und die Wertvorstellungen oder Einstellungen im Hinblick auf Beziehungen und Co., das ist ja im Endeffekt das, worauf es ankommt. Ja, oder zum Beispiel, du bist dann, du lernst jemanden kennen, der Vegetarier ist. Mhm. Und dann sagst du bei diesem Internetprofil, nee, Vegetarier, boah, nee, kein Bock, ey, ich mag Fleisch und boah, diese ganze Scheiße muss ich mir dann anhören bestimmt und nee, nehme ich gar keinen Kontakt auf. Wenn du die aber den Partner im richtigen Leben, keine Ahnung, im Café kennenlernen würdest und würdet euch super verstehen und irgendwann würde rauskommen, hey, die ist Vegetarierin, und du würdest sagen, ja, boah, scheiß drauf, ja,
Wir kennen es jetzt schon so gut und ich finde die so sympathisch, das ist mir dann eigentlich auch egal. Ja. Und im Endeffekt würde sie dann dein komplettes Leben wandeln zu was Besserem, weil du nachher nicht, keine Ahnung, an Überfettung und weiß ich nicht, an irgendwas stirbst, was du durch deinen mega krassen Fleischkonsum zu dir genommen hast und führt dich hin, dazu weniger Fleisch zu essen, was irgendwie gesünder für dich ist. Und hast ein super tolles Leben, aber nein, du hast vorher gesehen auf Parship Vegetarier. Ja, genau. Kommt mir nicht ins Haus, so. Ja, genau, so. Aber ja, das ist einfach. Dann das sind, die Leute das sind halt so Vorteile auch. Oder diese Anonymität, die du im Internet halt auch gewinnst und diese Schnelllebigkeit, die du hast. Weil du einfach auch diesen Pool an Reichweite dadurch kriegst, dass du auch ein bisschen wählerischer wirst, ne? Ja, das kann durchaus sein. Vor allem, halt wenn ihr so dann noch eventuell Leute auch auf die unwichtigeren Dinge reduziert, gerade jetzt auf so Partnerseiten, wo du Angaben machen musst und dann steht da irgendwas, was irgendeinem nicht passt. Ja. Obwohl das für dich auch gar nicht so relevant war, aber irgendwas musst du ja draufschreiben. Ja. Aber naja, so ist halt. Genau. Deswegen auch selbst wenn es online ist, bin ich trotzdem ein Freund von miteinander reden und sich so kennenlernen. ja, deshalb. So ein bisschen, also es erweitert halt die Kontakte und die Reichweite, die du bekommst, genau. um Leute zu finden, die dir sympathisch sind, aber du verlierst, glaube ich, auch so ein bisschen halt dieses Aufeinander, also du wirst halt wählerischer und sagst halt, boah, weißt du, bei LOL, keine Ahnung, dann sagst du, boah, ich möchte aber lieber mit dem befreundet sein, der besser ist in dem Spiel, als mit jemandem, mit dem ich mich besser verstehe, aber der scheiße ist. Aber so auf den ersten, so auf den ersten Kontakt, sagst du, ja, nee, der bringt mir wenigstens was. Und der andere, der labert nur. Das ist zwar auch witzig, aber dann muss ich die ganze Zeit verlieren und das frustet mich und das macht mich unglücklich. Sowas vielleicht auch. Ja, das stimmt. Hast du absolut recht. Ja, ganz viel. Also das Internet macht, glaube ich, mit der Gesellschaft halt ganz viel, was halt hat den Grundalltag und das Zusammenleben von früher einfach völlig umwürfelt. Auch dieses Pokémon Go-Ding. Das war auch super lustig am Anfang. Selbst darüber habe ich Leute kennengelernt. Ja, ging bei mir auch so. Und ich habe das gar nicht so viel aktiv gemacht. Weißt du, da gehst du, keine Ahnung, alle zwei Wochen mal, zu der Zeit, wo es Hochburg war, war es alle drei Tage, gehst du dann halt richtig raus und läufst durch die Gegend und setzt dich irgendwo hin und hast dann da irgendwie ein gezündetes Ei. Nee, Rauch? Nee, Ei war es, ne? Rauch und Lockmodul, glaube ich. Genau, so ein Lockmodul. Und weißt du, wie viele Leute dann da einfach immer standen? Und dann kommst du so ins Gespräch. Oder dann sagt so einer, boah, da! Glumanda! Und alle, was? Das war ein richtig krasses Phänomen. Das einfach. Und da kommst du auch mit den Leuten ins Gespräch, ne? Absolut, absolut. Und das haben wir auch so viele unterschiedliche Leute gespielt. Jetzt würde ich mal sagen, gar nicht so viel am Zocken sind oder so. Aber Pokémon Go war schon ein krasses Phänomen. Das wo du auch anfangen, so denkst, boah, dieser 40-jährige Mann. was ist denn mit dem verkehrt? Oder du hast einfach nur noch Leute gesehen mit seiner Powerbank und ihrem Handy. Ja, ich fand das so lustig, wenn man teilweise irgendwo gesessen hat und hat einfach nur so ein bisschen beobachtet, wo die Leute hinlaufen und du siehst ja selbst, wenn du irgendwo in der Nähe bist, wo gerade irgendein Pokémon ist und dann siehst du, wie die Leute anfangen mit ihrem Finger auf dem Handy zu kreisen und Pokémon zu werfen. Ja, genau. Klar, weißt Bescheid. Das war super witzig. Das war so ein geiles. Also ich hoffe, dass es davon noch mehr geben wird, auch dieses und nächstes Jahr von solchen Internetsachen oder halt solchen Spielsachen. Ja, ja. Die so ein bisschen auch mehr dazu animieren, nach draußen zu gehen. Das fand ich eigentlich ganz geil. Das war echt cool. Doch, da war ich echt auch so regelmäßig und lange viel draußen wie schon lange nicht mehr, muss man einfach mal so ehrlich sagen. Ja, muss man ehrlich zugeben. Ja, also, so viele Spaziergänge. Nie im Leben. Gut, jetzt ist auch Winter, aber. Ja, das war schon oft draußen. Dann sagt man einfach, boah, lass mal in die Stadt fahren. Ja, nicht. Ja, warum denn? Ja, nicht wegen Einkaufen. Nein, um Pokémon zu fangen oder und sich da irgendwo hinzuchillen. Das ging einfach jedem so. War einfach ein geiler weiterer Anreiz, weil so in die Stadt ja wegen gucken oder shoppen, ja, das machst du einmal im Monat oder alle zwei, drei Monate und dann sagst du, also ich als Mann sag dann, oh, wow, kenne ich ja alles, was soll ich denn da das Geld ausgeben? Na, kann jetzt auch kein Geld scheißen. Ich kann jetzt auch nicht jeden Tag irgendwie in die Stadt und mir was kaufen.
auch irgendwo hin. Ne, absolut. War schon nett. Ne, ich würde aber jetzt gerade so langsam sagen, ich weiß nicht, ob dir jetzt noch grob was einfällt. Ich würde jetzt, glaube ich, nochmal rückwirkend so grob das zusammenfassen wollen und zu einem Ende kommen, auch wenn das gerade sehr schön ist und wir gerne noch weiterreden könnten, aber das, wir schweifen auch langsam ab, glaube ich. Ich glaube auch. Wir haben jetzt, glaube ich, so alles behandelt, ja, was das Thema angeht. So alle Aspekte. Das Einzige, was wir noch nicht gesagt haben, ist, wenn man Leute kennenlernt und erst denkt, ey, das ist ja super cool, der ist ja super cool drauf und auf einmal zeigt er sein wahres Ich. Wobei ich aber sagen muss, dass ich das gar nicht so oft habe, weil ich glaube, relativ früh schon an Kleinigkeiten merke, irgendwo das auch passt nicht so richtig. Und dann, ich glaube, das hatte ich auch noch nicht. Ja. Aber das gibt's bestimmt auch. Da könnt ihr ja beispielsweise drunter schreiben, ob ihr so Erfahrungen gemacht habt, dass ihr euch total in Leuten getäuscht habt, die ihr irgendwie am Anfang cool fandet und dann gedacht habt, ja, so cool ist der dann doch gar nicht. Oder die einen betrayed haben im Endeffekt, ja, dann und hintenrum Traitor irgendwie schlecht über einen reden, ja, genau, oder ausbeuten oder hast du nicht gesehen. Ja, ja. Gibt's ja auch alles. Soll's ja auch geben, ja. Hab ich zum Glück kaum oder gar nicht bisher gehabt, da echt. Ja, das mal geht mir auch so. Auf Holz klopfen. Ja, genau, ne? Zum Glück. Verschont geblieben. Nee, ja, aber generell, also würde ich sagen, Internetfreundschaft super positiv. Wenn ja, man klar, so offen an die Sache geht. Eben, allein deswegen schon. Und man lernt halt auch einfach wirklich Freunde fürs Leben kennen, die man auch privat dann mal gerne trifft oder so einfach mal quatscht. Und finde ich eine sehr, sehr, sehr große Bereicherung fürs eigene Leben und für den Alltag. Und würde mich brennend interessieren, ob ihr das auch so seht, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Natürlich auch, wenn ihr wieder Ideen, Vorschläge habt für ein nächstes Thema, für einen nächsten Gast eventuell, lasst mich wissen. Und Sepp, ja, vielen lieben Dank, wirklich, dass du so bereit warst, da mitzumachen und dass wir uns so nett unterhalten konnten. War sehr schön. Ja, danke auch für die Einladung. Ja, sehr gerne. Boah, meine Katze bricht dir gerade die Bude ab. Ja, das machen Katzen ganz gerne. Der will langsam auch wieder ein bisschen, der merkt, dass hier irgendwas abgeht und es nicht um ihn geht. Das findet der gar nicht gut. Aufmerksamkeit. Wo ist die provisorische Tasse, die ich irgendwo runterwerfen kann? Ja, da gibt es so die ein oder andere. Ne, alles klar, dann würde ich sagen, war's das mit der Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer, wenn es gefallen hat, ein Däumchen nicht vergessen. Ja, die genau. Peaks sind natürlich jetzt auch mal unten bei mir verlinkt. Dürft ihr gerne vorbeischauen. Sehr korrekte Leute. Sehr gerne, also immer draufklicken. Ich glaube, sehr herzlich willkommen. Und ein Däumchen da lassen. Ja, immer. Also bei dir. Das auch immer. Das ist immer gut. Und es geht super schnell, es tut nicht weh. Ja, genau. Ne, und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und macht's gut. Ciao. Tschüss. Euch hat's gefallen, ihr möchtet mehr sehen, dann links oben Kanal abonnieren. Links unten gibt's geilen Merchandise vom Kanal, von anderen Leuten. Und rechts seht ihr zwei andere Videos. Könnt ihr gerne anklicken, reinschauen, Spaß haben. Ansonsten danke fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao.